Saturday, Sunday, Hallo, moin, herzlich willkommen im Frühling. Wir haben jetzt offiziell Frühling. Ja, obwohl es die Februar-Ausgabe ist. Aber ja, busy. Wir haben so viele Termine gehabt, dass es einfach auch gar nicht machbar war. Thema Handball haben wir euch versprochen. Thema Heiligeist wird's. Ja. Wir haben die Heiligeister. Die Heidegeister, Christian und Theresa. Hallo. Ja, auch mal eine schöne Show. Und wir starten mal ganz anders. Wir starten mal mit Heiligeist vor den Flachwitzen. Auf Wunsch der Gäste wohl bemerkt. Auf jeden Fall. Prost. Das Stück Heimat aus dem Glas. Passend. Unser Hausschnaps, ne? Ja. Ja. Wie ist man bloß damals auf diesen Namen gekommen? Da müsst ihr unsere Feder fragen. Ganz ehrlich, ich glaube, das können wir auch nicht sagen. Nee, nicht. Ja, gut. Also, aber ich finde den Namen echt toll, muss ich sagen. Ja. Also passt zur Region. Auf jeden Fall. Gott sei Dank gibt es einen Schnaps, der genauso heißt. Was ein Zufall. Ja, das ist. Und meine Theorie ist, dass er damals einfach sehr gern getrunken worden ist und dann wurde das eben. Der Name. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und der wirft einen dann halt immer am Wochenende ein bisschen zurück. Dann nein, halt, ne? Einer nicht mehr. Ich finde, der bringt dann eher nach vorne. So ist ja, das. Aber der Neunte dann nicht mehr. Ja, immer ein Stück dichter nach Hause. Wir haben Landjugend Heidegeister zu Gast und meine erste Frage ist tatsächlich, was ist die Landjugend? Was macht die Landjugend? Also, ja, willst du auch noch? Naja, also ich denke, wir sind einfach eine Truppe junger Leute, die gerne gemeinsam Zeit verbringen, die sich gut zusammengeschlossen haben, gut vernetzt sind und viel Spaß haben. Genau, also Ziel ist es eben, vor allem auch gerade junge Leute zusammenzubringen, ne? Wie sie schon sagt, dass man die Zeit zusammen verbringt, coole Aktionen erlebt. Und was ich immer wieder feststelle, es sind auch mal wieder andere Leute, man kommt aus dem Freundeskreis mal ein bisschen raus. Also man erweitert das Ganze einfach mal ein bisschen. Ja. Und das ist so... Ja, das wie die, der Landjugend. Jede Region ja auch ihre Landjugendverbindung genau, also dann halt hat. Übergreifend, ja. Ne? Also ich sag mal. Und niedersachsenweit sind wir über die niedersächsische Landjugend dann vernetzt. Ja. Da kann man dann ja auch immer noch Aktionen mitmachen. Das heißt, man kommt ja richtig aus der Region mal raus, ne? Mhm. Genau, und zum Beispiel gibt es ja auch den NLJ, glaube ich, ne? Niedersächsischen Landjugendverein. Ja. Achso, den Tag meinst du, diese Fahrt, ja, genau. Genau, also es gibt noch Fahrten, die man veranstalten kann, mit denen man mitfahren kann. Ich glaube sogar ein Zettler, habe ich das richtig gemacht. Also gibt auf jeden Fall coole Sachen, neue Leute kennenlernen. Ja, das ist so Sinn und Zweck der Landjugend. Ja, prima. Das klingt super. Wie viele Leute sind denn aktuell bei euch? So aktiv? Naja, also 51 sind bei uns gerade in der WhatsApp-Gruppe. Ja. Also so plus minus, würde ich sagen. Ich glaube, richtig aktiv gerade 48. Und dann variiert das ja jedes Mal von Veranstaltung zu Veranstaltung. Wie viele Leute sind da, ne? Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Natürlich. Das ist Vereinsleben, ne? Es sind immer die gleichen da, natürlich. Wenn Arbeit ansteht. Man kriegt ja auch nicht alle unter einem Hut, was den Termin angeht und so weiter. Genau. Und dann gibt es ja auch Leute, die sind um 17 Uhr noch aktiv, aber um 23 Uhr nicht mehr so. Also hat man ja überall. Dann hast du auch die anderen, die dann erst richtig aktiv werden. Die haben und die, Form, die um 23 Uhr schon im Bett sind, sind dafür beim Aufräumen da. Genau. Ja, große Bundesgruppe. Ja. Apropos Aufräumen, wir haben diese Flachwitze ein bisschen übersprungen. Ach so, ja. Ich war letzten Sonntag bei meinen Eltern. Mutti war im Wohnzimmer und ich habe natürlich, deppert wie ich bin, in der Küche ein Glas fallen lassen. Ne? Ja. Dann sagt sie, was war das? Ich sage, ja, ein Glas fallen lassen. Sagt sie, warte, ich komme im Besen. Ich sage, die paar Meter kannst du auch gehen. Oh Gott, schöne Grüße, Anne. Ja, Mutti, hallo, grüß dich. Ich habe letztens einen Astrid Lindgren-Film hier, Pippi Langstrumpf, gesehen. Ja, ja. Weißt du, wonach es in der Villa Kunterbunt riecht? Na? Nee. Ja, nach Pippi. Ah, ja. Also das ist naheliegend, ja. Aber beim Thema Pippi fällt mir ein, ich war vor zwei Wochen beim Arzt und er meinte dann tatsächlich, ich müsste aufhören zu masturbieren. Oh Gott, was machst du denn dann? Ja, ich habe auch gefragt, warum? Er sagte, damit ich sie überhaupt untersuchen kann. Bitte. Ja, irgendwas ist ja immer. Wir möchten euch eine kleine neue Kategorie vorstellen, weil es diesmal ein Flachwitz ist. Das wird mit der heißen Nadel gestrickt. Wir werden aber in Zukunft Instagram verfolgen und jeweils ein Fundstück des Monats raussuchen. Ich habe mal einen kleinen
Beitrag fertig gemacht. Fundstück des Monats Februar dann quasi. Also du hast recherchiert quasi. Ja, das ist mir halt in die Hände gefallen, so ganz kurz. Und das passt halt zu den Flachwitzen. Vielleicht kann die Regie einfach mal den Einspieler Fundstück. Olaf, was macht ein Pirat am PC? Er drückt auf die Enter-Taste. Ja, er lebt. Er lebt. Wenn ich Witze so erzählen könnte wie er, dann hätten wir, glaube ich, noch eine andere Extra-Show. Ja, er hat es gefühlt und gut, jeder hat einen im Bekanntenkreis, der genauso Witze erzählt. Und Sven Weigert. Schön, dass ich endlich so. Immer wieder gern, Christian. Gut, aber jetzt kommen wir zu den Heiligeistern. Genau, zurück zum Thema. Ja. Ist die Landjugend Heidegeister, was bedeutet denn Jugend? In welchem Altersspektrum bewegt ihr euch denn da? Alles ab 16 ist herzlich willkommen. Gut, dann halt noch mit Unterschrift von Mama oder Papa. Erziehungsberechtigten, wie man so schön sagt. Erziehungsberechtigten, wie man so schön sagt. Und dann nach oben hin sind wir da nicht so festgelegt. Das schleicht sich meist mehr so aus, würde ich sagen. Genau, also ich glaube, grob sagt man meistens mal so, ey Mann, wenn man die 30 denn doch überschritten hat, dünnt es sich doch aus, aber... Also ich dürfte gar nicht mehr dabei sein. Wie alt bist du? Ich werde 35. Also neu eintreten lassen wir nämlich nicht. Also, zwei Jahre dürfte... Ich dürfte noch zwei Jahre, aber... Ja. Genau. Ja, aber man ist ja als Gast trotzdem gern gesehen. Ich meine, ihr habt ja viele Veranstaltungen. Ja, und total. Das ist ja, denn, ne? Das ist ja schon mal die Hauptsache. Ne? Genau. Apropos Veranstaltung. Richtig. Ihr hattet gerade eine. Nämlich, das war die erste dieses Jahr, glaube ich, dann. Ne? Das erste Bürger-Cup. Mal seit Corona. Genau. Man denkt ja fast gar nicht mehr dran, aber nee. Corona war ja dann auch noch und da waren die letzten zwei, drei Jahre dann kein Krücke Cup. Ja, ich glaube. 20 war der letzte. 20, ja. 22 ist ausgefallen. Ja. Jetzt war nach Corona der erste wieder und war auch ein voller Erfolg. Ja. Ihr wart ja da. Genau, wir waren da. Genau. Ihr habt es gesehen. Der Saal war voll. Ja, der war wirklich. Die Leute waren lange da dieses Jahr. Ja. Es wurde gut was getrunken, was man jetzt erstmal so augenscheinlich gesehen hat. Gegessen? Perfekt. Gegessen, getrunken. Die Thekenmannschaft hatte richtig was zu tun. Ja. Also, das war. So soll es ja sein. Genau. Ja. Wir durften da auch Videoaufnahmen machen, zumindest beim Warmspielen und dann Siegerehrung. Das Problem ist ja halt, Fußballübertragungsrechte hat ja halt immer Sky und DAZN. Da sind wir dann raus. Ne? Aber ja, wir waren unterwegs für euch. Wir möchten euch die Heidegeister ein bisschen vorstellen. Da gibt es noch einen kleinen Rückblick aus dem letzten Jahr. Und dann halt Sven und André beim Krücke Cup. Hier ist der Einspieler der Heidegeister. Das bedeutet Geschicklichkeit, Kraft und vor allen Dingen Leidenschaft. Wir sind hier zum Krökel Cup in Scharnhorst. Ja, den Krökel Cup für den Heidegeistern. Leidenschaft und gebrochene Finger. Ja. Zumindest wenn ich spiele. Aber wir wollen mal schauen. Wir gucken rein und berichten direkt vor Ort und gehen tief rein in die Materie. Mal schauen, was die Heidegeister so auf die Beine gestellt haben. Kommt mit, Junge. Genau, ich stelle gleich mal André vor den Krökeltisch und werde einmal schön... Krökel Cup in Scharnhorst von den Heidegeistern. Ich bin hier in dem Herzstück der Zentrale des Ganzen. Hier wird alles überwacht und überprüft. Und wie ist die Erwartungshaltung vor dem großen Turniertag?
Ja, das klappt schon alles. Wir haben 48 Teams, die Startplätze sind voll. Jetzt warten wir noch auf die Teams, dass alle angekommen sind und dann kann es bald losgehen. Hier wurden große Excel-Tabellen gemacht. Ja. Wahnsinns, Wahnsinn, Wahnsinn. Und er zieht das sogar noch rein in den in die Mark hier. Die Excel-Tabellen sind älter als ihr selber. Ja, tatsächlich. Das Copy and Paste heißt das Konzept und das scheint ja seit 16 Jahren gut zu laufen. Ja. Hervorragend. Weiter viel Spaß und schönen Tag noch. Dankeschön. Wie steht's denn? 2-0. Wann ist das Spiel zu Ende? Wenn einer 10 Tore geschossen hat. Und was habt ihr für eine Taktik? Das Runde muss ins Eckige. Traditionell ist neben dem Krökeltisch die Theke der wichtigste Ort bei dem Krökel-Cup. Welche Erwartungshaltung hast du an den heutigen Abend? Dass sie alle viel, viel trinken. Und darauf bist du vorbereitet? Ist genug Bier da? Ja. Hervorragend. Was wird am liebsten getrunken, außer Bier? Bier. Ja, hervorragend. Was ist denn, wenn sich einer von den Spielern verletzt? Dann müsst du 10 weitergespielt werden. Flachspielen hochgewinnen? Das ist die Devise. Mensch, Volker, schön, dass du da bist. Hast du dich zum Krökeln angemeldet? Nee, ich habe mich zum Biertrinken angemeldet, aber ich wollte mir das Krökeln gerne mal angucken. Was wird am liebsten getrunken, außer Bier? Bier. Ja. Ich stehe hier gerade im Warm-Up-Bereich der Ballerinas, treten heute an in der Gruppe, jetzt muss ich selber erstmal schauen, die Gruppe A. Und welche Ziele gibt es heute? Ja, also alles andere als der Turniersieg wäre natürlich eine bodenlose Enttäuschung. Ja. Ihr habt euch vorbereitet? Ja, gar nicht. Ja. Was wird am liebsten getrunken, außer Bier? Bier. Ja. Eine medizinische Abteilung dabei? Ja. Ja. Physiotherapie, meine Freundin. Freundin. In der Ausbildung noch, mal gucken. Ne? Na, mal. Die ist überhaupt nicht in der Ausbildung. Achso, die ist fertig? Super. Ja, natürlich. Achso. Wo ist denn mein Bier? Habe ich noch gar nicht von getrunken? So schlecht. Prost. Also wir warten mit Bier, ne? So, jetzt Trainer erste Herren. Was hat man denn so Tipps für die Krögelfreunde? Ja, draufgehen, ne? Draufgehen, den Raum eng machen, Tore schießen. Wie glaubst du, würde das Pressing hier funktionieren? Man lässt die letzte Reihe außer Acht und nimmt nur die ersten beiden. Ja, welche Gefahren stehen denn hier bei so einem Krökelturnier an? Boah, große Fingerverletzungen. Er gibt mir Handicap. Genau. Oh ja. Dreiecken an Elfer? Wäre eine Maßnahme. Wie ist denn das mit dem Elfer, wenn der Tisch nur 1,50 Meter breit ist? Also man 11 Zentimeter vom Tor. 11 Zentimeter. 11 Zentimeter? Ach, okay. Ich dachte immer, es wären 11 Meter. Wieder gemacht vom Pokal, dass man noch ein Andenken hat und am Ende nehmen sie ihn doch wieder mit zurück. Herzlichen Glückwunsch an Kümmerling Freunde 1 zum Sieg. Ja, ein kleiner Einblick unsererseits, aus unserer Perspektive vom Krökel Cup. Wir hatten Spaß und Bier. Auch das, ja. Ja. Bier. Nächstes Jahr spielt er mit, ne? Ja, selbstverständlich, natürlich. Wenn ich jemanden finde. Nee, wir haben ja... Ihr könnt gerne wir haben ja... Ich bin da nicht so begabt, war ja zu sehen. Wir haben ja ganz kurz gegeneinander gespielt. Also von daher ist das absolut nicht so schlimm, aber nicht. Na, aber das, da seid ihr ja schon mal, das war ja eure erste öffentliche Veranstaltung dieses Jahr, da seid ihr ja wirklich mit einem großen Erfolg eigentlich ins Jahr gestartet, ja? Kann man so sagen. Ja. Es ist ja auch ein besonderes Jahr, Gründung 1993. Mhm. Ja, macht ungefähr 30 Jahre. Mhm. Gut gerechnet. Ja. Ja. Boah. 30 Jahre, ja, da passiert doch was Großes wahrscheinlich. Wir feiern dieses Jahr unser großes Jubiläum am 1. April. Kein Scherz. Kein wieder schön auf unserem geliebten Saal. Genau. Wie eigentlich alles, was geht. Ja. Und dann abends dann auch mit öffentlicher Feier. Also wer Lust hat, also ab 21 erst Uhr. Intern am 1. Genau, wir müssen ja erstmal alle Ehemaligen und so weiter. Ja. Müssen ja auch ihre... Und abends dann mit DJ Liveband, was passiert? Genau. DJ. Und dann ab 21 Uhr wird der Saal geöffnet und jeder, der Lust hat. Also wir freuen uns über alle, die kommen. Herzlich willkommen.
Sehr schön. Ich fühl mich direkt angesprochen. Sehr gut. Ja, ich hoffe, also, wenn ich schon nicht Mitglied werden kann. Wir würden uns freuen, wenn wir euch noch begrüßen könnten. Vielleicht sehen wir uns auf der Tanzfläche wieder. Bestimmt. Oder an der Theke. Ja, aber auch Aufruf an alle Zuschauer. Genau. 1.4., kein Scherz, 21 Uhr, Scharnhorst, Salzer Post, 30 Jahre Heidegeister, die große Jubiläumsshow. Ja, genau. Darüber hinaus, was steht noch dieses Jahr an bei euch? Erstmal jetzt Wasserlauf. Ganz aktuell. Oh ja, 12. März Wochenende. Ist das, glaube ich. Da gibt es aber keinen. Genau. Alkoholfrei ist am Richtig. Ende. Richtig, isotonisch. Genau. Ja. Da laufen wir ein ganzer Schwung aktiver und auch ein paar die Gründungsmitglieder mit. Okay, ja. So, und dann geht schon weiter mit der 72-Stunden-Aktion, ne? Genau. Was ist denn die 72? Die haben wir im Mai. Ja. Mai, da haben wir auch. Das setzt sich bei uns Schützenfest. Ja. Ende Mai, das da ist auch sind so eine 72-Stunden-Aktion. Ja, Ende Mai, also ab 26. Mai ist ein Schützenfest. Ja, relativ voll. Ja, dann sind wir wohl dann auch da. Du sagst es, ja. Ja, 72 Stunden halt dann, ungefähr. Ja? Ne? Ja, aber nee, ihr habt eine eigene. Genau, also die 72-Stunden-Aktion, das ist quasi ein Sozialprojekt. Um, ich sag mal, letztendlich das Dorf zu verschönern. Okay. Also das geht von Donnerstag bis Sonntag dann. Mhm. Wir wissen nicht, was wir machen. Wir kriegen dann den Donnerstag unsere Aufgabe. Wir haben von dem, irgendeinem Vertrauensperson mäßig. Ich habe den vergessen. So ein Sprecher, Ansprechpartner auf jeden Fall. Der überlegt sich was und dann geht's los. Und dann haben wir bis Sonntag Zeit. Ja. Und Sonntag ist dann, soll es dann fertig sein und dann so ein bisschen mit Einweihung. Und dann sieht in Scharnhorst irgendwas anders aus. Vielleicht in Scharnhorst, wir wissen es nicht. Achso, okay. Es ist gemeindeübergreifend. Also ja. Es kann auch in Eschede passieren, es kann in Höfer passieren. Okay. In Marwede, sonst wo? Wir wissen es noch nicht. Ja. Aber wir kommen dahinter und wir sind sehr gespannt, was uns da erwartet. Was könnte das sein zum Beispiel? Also gibt es Vergleichswerte aus der Vergangenheit? Was? Ja, also in Bienenbostel wissen wir, die Landjugend, die hat das, ich meine, die machen das jedes Jahr sogar gemacht, ne? Die haben zum Beispiel den Dorfplatz die haben einen Bad. Nee, Biotop heißt das da. Also Biotop. Ach ja. Mit Bienenhotel und schön, so ein bisschen Rast, also für die Rast. Also auch nachhaltig. Und total. Ja. Genau. Und wann bekommt ihr eure Aufgabe? Kurz an davor? Dem Tag. An dem Tag. Okay. Also den dann Donnerstag. Flexibel das heißt, sein. Wir sind schon mal ein bisschen dabei zu überlegen, welche Leute könnte man eventuell mal gebrauchen. Ja. Vielleicht jemanden, der einen Bagger bedienen kann. Nochmal einen Tischler oder einen Zimmermann. Aber das wird ja bei der Landjugend womöglich sein. Ja, ich glaube. Und sonst müssen halt die Väter ran oder die ehemaligen Mitglieder oder was. Ja. Also, da kommt keiner drauf. Überall aufgestellt. Ja. Also, wir haben überall fähige Leute. André kann Bier trinken. Ich kann Bier trinken, aber wir vom Essen. Wir laden dich dann allerhöchstens. Das ist echt eine Bremse. Ich darf ja auch gar nicht mitmachen, denn ich bin ja zu alt. Das haben wir ja jetzt ja schon gesagt. Aber zur Einweihung dann am Sonntag. Zur Einweihung. Ja. Aber trotzdem können wir als Eschede Late Night Team natürlich auch was dazu beitragen. Denn wir haben ja auch fähiges Personal an der Hand. Denn wir haben unseren Gärtner. Ja. Ui. Ja, der wohnt sogar in Scharnhorst. Genau. Genau, der Demel vom aus dem Schützenweg, ne, und so weiter. Und unsere Stammzuschauer, seid ihr ja auch, habt ihr ja vorher zugegeben, dass ihr das auch schon mal gesehen habt, die wissen natürlich, was jetzt passiert. Wir sind wieder dran. Die Gärtner-Tipps von Michael für den Monat Februar, März. Wir haben da so ein bisschen Ende Februar gedreht. Das gilt also für beide Monate. Jo. Hier kommt der Gärtner. Ja, liebe Gartenfreunde, was wäre uns das beste Werkzeug von Nutz ohne Gesichtsschutz? Heute mal zum Heckeschneiden, soll ja auch zum Frühjahr schön austreiben. Wir schneiden spitz von unten oben spitz zu, dann bleibt sie schön dicht, kriegt unten auch Licht. Wunderbar. Beim Schneiden sei uns eine Lehre, nichts Stumpfes kommt uns in die Quere. Nur eine scharfe Schere können wir viel leisten. Gerade hier beim trockenen Rasenschnitt, Grasschnitt,
Da geht sie richtig mit Vorsicht, aber auf die Finger und die Hände. Sonst ist das ein trauriges, schnelles Ende. Na, ja. Wenn das keine Hilfe ist, oder? Also eine Person brauchen wir. Ja, ja. Einfach im Hinterkopf behalten. Ja. Der wohnt im Schützenweg, der hilft immer gerne. Und, der das ist schon bekannt. Sehr bekannt bei uns. Also ja. Überall bekannt. Überall. Ja. Aber nicht vergessen, wir haben Rechte an Bild und Ton. Genau. Ja, also ausleihen ist okay, aber übernehmen, das geht dann halt nicht. Na, okay. Wir brauchen den für diese Staffel auf jeden Fall noch. Wir überlegen uns, was wir in Staffel 3 machen. Vielleicht euch einen Preis. Überlegt ihr euch einen Preis? Ja, ist der dann, ja, ne? Richtig. Mal gucken, wie er euch helfen kann und danach reden wir dann über, Getränke. Dann, ne? Apropos Getränke, ja. Wir haben noch ein Heidegeist-System. Kein Glück, ist endlich voll geworden. Das war so Zauberei während des Einspielers. Sonst machen wir immer nur Werbung für das regionale Bier, weil wir ja sagen zu Bier aus Hannover. Aber jetzt heute natürlich, selbstverständlich. Sagen wir auch ja. So, regionalen so, Schnaps aus Lüneburger Heide. Zum Wohle, ja. Auf die Heidegeister. Prost, Jubiläum. Der geht auch runter wie Öl, ne? Ja, Probe. Man fühlt sich auch gleich gesund. Ich mag ihn. Ja. Ich auch. Ich mag ihn sehr. So, was haben wir noch auf der Agenda? Wir haben den Krügel-Cup gehabt, wir haben die 72-Stunden-Aktion, Jubiläum, das Jubiläum. Das Jahr ist aber noch lang. Richtig. Naja. Ja. Oktober steht auch noch was an. Ja, auch vorher noch. Ach, vorher auch noch, Entschuldigung. Also wir haben ja auch nochmal so interne Veranstaltungen, für uns ja nochmal. Wir gehen dann Karfreitag noch eine Runde Boseln. Mhm. So, wir haben unsere Kanutour, aber die ist dann meist eher September, Oktober. Ist auch immer fürs Teambuilding. Ja, also, wird ja schon schön kühl dann, ne? Da freut man sich richtig aufs Wasser. Wir haben, also die letzten zwei Jahre war schön. Glück mit Wetter gehabt. Ja, es war wirklich schön. Also, es gab auch welche, die sind tatsächlich dann auch wirklich reingeflogen und dreimal gekennt hat dann. Wenn sie einmal vollgelaufen sind, alle dann sind wir sind drei. Ja. Doppelt vollgelaufen. Krank geworden sind, glaube ich, auch nicht. Also, so, dann Erntekrone binden, ne? Machen wir auch noch. Ernte. Immer hier für Erntedankfest. Ja, ja. Wenn wir dran denken, rechtzeitig Getreide zu schneiden, wir beiden. Ja, das Talente. Auch schon. Ein Jahr in der Hose tatsächlich, aber. Naja. Und? Und jetzt? War Corona. Genau, es war Corona. Was ist passiert? Wir verpassen manchmal den richtigen Zeitpunkt und das ist es schon mehr so. Es darf nicht zu trocken sein. Ja. Es darf man nicht erntereif sein. Genau. Ja. So, und, das verpassen wir manchmal. Ein Jahr hat es auch mal, da haben wir es zum Trocknen aufgegangen, das Getreide. Oh ja. Da haben sie Vögel zerpickt. Oh, ja, schade. Standen wir am Tag da. Oh ja, das war gut. Dieses Jahr, jetzt über den Winter, haben wir in der Familie Mäuse was Gutes getan. Die Krone ist komplett leer gefressen. Ach, ja, okay. Aber ist auch okay. Ja, gut. Winter war lang, ne? Ne? Ist so. Ja. Und dann haben wir natürlich noch im Juni, also letztes Jahr war es das erste Mal, war quasi der Auftakt dafür, unser Flankyball-Turnier. Auch Wahnsinn, ja. Und auf dem Sportplatz in Scharnhorst. Das wird sich dieses Jahr auch wiederholen. Ja. Ich glaube, da bin ich talentierter als beim Krückeln. Da kommt gern vorbei. Glaube ich dir sofort. Aber das hat wieder so mit Trinken zu tun. Ja, also das sind wir schon wieder beim Trinksport. Vielleicht, genau, für die, die es nicht kennen, vielleicht erklärst du mal, was Flankyball ist. Ja, was ist dein Lieblingsspiel, wenn du gut drauf bist? Professionell? Einfach sage ich immer, vielleicht die Leute, die Wikinger-Schach kennen. Ja, oh. Ist genau das Gleiche, dass man eben was trinkt. Naja, du musst sagen, grundsätzlich geht es ja darum, zwei Teams gegeneinander, in der Mitte, genau in der Mitte steht irgendwas zum Umschmeißen, dann gibt es einen Ball, immer abwechselnd werfen sie drauf, wenn der Gegenstand in der Mitte umkippt. Fängst du an zu trinken. Ziel ist, als erstes die Flasche leer zu kriegen. Und alle Teammitglieder. Dann hat das Team gewonnen. Ja, ja. Das ist, klingt sehr gut, denn wir wissen ja auch, die Dehydration ist der schlimmste Feind des Trinkers. Also das ist so. Auf jeden Fall. Also. Im Sommer braucht man immer kalte Getränke. Ja, so ist es. Hervorragend. Also, Alkohol entzieht dem Körper Wasser, aber Bier ist ja auch im Wasser drin. Richtig. Wasser ist im Bier drin. Stopp. So. Ja. Von daher ist und es dann ein ewiger Kreis. Ein ewiger Kreis. Okay. Wenn ich jung genug wäre und mitmachen dürfte. Da gibt es keine Altersbegrenzung übrigens. Das hast du mir doch gerade gesagt. Flankyball. Achso, Flankyball. Nein, jetzt ist er bei Mitgliedschaft. Die Sprünge, die gehen, gehen rüber. Aber was muss ich tun, um bei euch mitzumachen? Wo muss ich mir gerne bei uns melden. Also zum Beispiel auf der Seite von der Gemeinde Eschede findet man Kontaktdaten von den Vorsitzenden aktuellen oder die meisten in unserem Alter haben ja auch Instagram.
Da findet man uns auch super einfach, gerne einfach dort anschreiben. Ja, wir hatten ja auch im Einspieler Instagram Landjugend Heidegeister. Genau, also ganz simpel. Ja, wir freuen uns über jeden, der halt, wie gesagt, alt genug ist. Ja. Kann gerne mitmachen. Ja. Wir sind eine coole Truppe. Perfekt. Ansonsten, glaube ich, erster Vorsitzender ist Konrad Hake. Genau. Zweiter Vorsitzender bist du. Genau. Also habt ihr schon mal Gesichter dazu? Also Konrad. Wir haben halt. Ist ja auch bekannt. Hm? Das ist die zweite Vorsitzende. Ah, oh. Also wir, es männlich und weiblich. Genau. Achso, okay. Ja, dann haben wir doch aber. Sehr gut. Besetzt sozusagen. Die Ansprechpartner vor Ort. Alps ist die erste Vorsitzende. Also. Mit sehr Konrad schön. Dann zusammen. Paritätisch genau. Gehalten, sehr okay, gut. Ja. Genau. Flache Hierarchien offensichtlich. Ja. Genau. Ja. Ein autonomes Kollektiv, ganz nach Monty Python. Ja. 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 Gut, aber dann haben wir das ja, also das seid ihr ja auch bekannt, auch in der Jugend ringsrum, auch wenn man dann halt vielleicht noch nicht Mitglied ist, aber dann wisst ihr zumindest, an wen ihr euch wenden müsst. Ja, wir freuen uns über jeden. Übrigens Beiträge, haben wir darüber gesprochen? Was muss man... Es gibt Jahresbeiträge, die sind 10 Euro, meine ich. 10 Euro sind es gerade. Also es ist, glaube ich, für jeden irgendwie erschwinglich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja niedrigschwellig. Genau, so. Auch, 10 Euro kann man nochmal überhaben. Gerade so, ja. Und wie gesagt, es gibt ja auch coole Veranstaltungen intern, die man dann nochmal mitnehmen kann. Ne? Ja, und wie eben schon gesagt, die Boseltour zum Beispiel oder eben die Kanutour, die jedes Jahr echt Spaß macht. So. Und eine Weihnachtsfeier natürlich, die stattfinden wird. Also von daher. Ja, irgendwann im Februar dann. Und ganz oft. Und je nach. Ja. Alle, der Dezember ist immer extrem voll. Ja. Also deshalb ist ja etwas später geworden. Ja. Ja, aber ganz offensichtlich tritt man dann einem riesen Netzwerk bei und das ist eine tolle Sache. Ja, das ist super gut. Also wenn ihr Interesse habt, mal an Veranstaltungen teilzunehmen, das dürft ihr, egal wie alt ihr seid. Und wir haben es ja gehört, wenn ihr auch Mitglied werden wollt bei den Heidegeistern, dann den Ansprechpartner hier oder halt Alina oder Konrad. Ansonsten bei Instagram einfach mal schreiben, irgendwer wird sich schon melden. Richtig. Ja. Ansonsten hat Christian immer Aufnahmeanträge dabei. Meistens, ja tatsächlich, doch. Ich habe ab und zu welche dabei. Sehr gut. Nicht immer, aber ich habe tatsächlich relativ häufig welche dabei. Ja. Hervorragend. Bei den Veranstaltungen haben wir immer. Muss man denn aus Eschede, Kragen, Endeholz, Höfer? Wir haben ein paar aus Elding. So, also das ist... Man muss sich dem verbunden fühlen. Man, genau. Man muss halt Lust haben, dann halt immer herzufahren. Ne? Es ist nun mal, wir sind nun mal vom Ort her hier gelagert. So. Also das Zentrum, meistens ist halt einfach Scharnhorst. Ist halt so. Das Epizentrum ist der Saal. Das Epizentrum. Ja. Der Saal und die Kneipe. Saal. Ja. Oder eben bei internen Veranstaltungen auch gern bei Theresa oben auf dem Pferdestall wohnen. Okay. Wo wir doch häufig stranden dann tatsächlich. aber das ist halt so, aber alle. Jeder, der Bock hat. So, ja. Und wir haben Personen aus Elding. Lachendorf. Haben, Lachendorf sogar. Ja. Höfer, Habichhorst, Eschede, Scharnhorst-Kragen. Ja, also Marwede. Marwede, genau, Endeholz. Also es sind alle da. Ja. Ja. Also von daher. Perfekt. Hervorragend. Ich denke, irgendjemand wird man immer kennen, auch wenn man jetzt vielleicht vorher noch nicht so die Verbindung dahin hat. Aber ja. Also. Ganz viele Veranstaltungen. Wir wissen, wie man Mitglied wird. Wir wissen, dass alle mitmachen dürfen. Wir wissen, was passieren wird. Wir freuen uns auf die 72-Stunden-Aktion. Ja, da bin ich sehr gespannt. Was da für eine Aufgabe kommt. Oh, wir sind auch gespannt. Haben wir ein Thema vergessen, was ihr unbedingt der Menschheit nochmal kundtun wollt? Ich glaube nicht. Wollen wir der Menschheit noch was kundtun? Nee, ich glaube nicht. Nee? Also Weltfrieden oder so. Weltfrieden natürlich. Dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie. Ja. Songquiz. Alles klar. Also, und da haben wir ja im Vorfeld schon wirklich gezittert, insbesondere Christian hat da ja. Nee, der hat Angst gehabt, dass jetzt irgendwas aus den 70ern oder sonst sowas kommt, aber die Landjugend Heidegeister ist ja hier. Ne? und wie ihr es halt zu Hause kennt, unsere Gäste müssen halt immer drei Songs erraten. Seitdem Sascha Kasimir hier war, gibt es auch Länderpunkte für Sprache. Also wenn du erkennst, aus welchem Land das Lied kommt, seine eigenen Regeln einfach erschaffen. Aber wir haben die Länderpunkte übernommen. Wenn einfach nichts mehr geht, sagst du, das war Deutsch oder Englisch. Und dann kriegen wir den Punkt trotzdem. Dann ist es immer ein Punkt. Genau. Okay. Der Sascha Kasimir Gedächtnispunkt. Genau. Also es gibt einen Punkt für den Titel und es gibt einen Zusatzpunkt für den Interpreten. Ja? Aber es heißt, der Songquiz heißt also Nummer 1, Prio 1 ist der Song. So. Okay. Jetzt würde ich sagen... Hier kommt Song Nummer 1. Bei uns ist alles viel gelassener, einfach cool. So wie die Oma vor dem Häusler auf dem Stuhl. Ja, Ratter, Ratter. Ratter, Ratter.
Tobias sagte eben schon, ich kenne es auch. Nee, ich glaube mal nicht, dass ich auch in Tapeten komme, beziehungsweise auch in Titel. Also die Schwierigkeit sind ja diese 10 Sekunden und dann greift man ja irgendwo halt aus der Mitte mal was raus. Ja, also glaubt man nicht. Also ich kenne das Lied, ja. Schade. Kennst du denn die Sprache? Deutsch. Deutsch. Länderpunkt. Ja. Bayerisch wäre noch ein Zusatzpunkt. Ja, ja. Ich würde sagen, jetzt kommt die Auflösung. Direkt danach kommt Song Nummer 2. Okay. Und gleich macht es bei euch Klick und dann, Aha-Moment. Ja, bestimmt. Ich bin Nahdorfkind und darauf bin ich stolz. Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich weiß den Titel. Ja, das weiß ich auch. Super. Es ist Ghostbusters. Mhm. Ja. Es wird, jetzt bräuchten wir Sophia zum Beispiel, genau. Die könnte das sofort. Das stimmt. Ach, und Sophia. Social Media aber auch. Sophia Hake. Ja. Den Instagram-Account. Ja. So, die wüsste, welche halt sofort. Das ist. Ja, aber also Sprache. Ich glaube, der Länderpunkt. Du warst das schon. Nein, wir haben schon den Titel geschafft. Ja, wir haben den Titel geschafft. Der ist besser als Sprache. Das stimmt nicht. Das ist viel mehr wert. Gut, dann kommt jetzt. Wer ist der Interpret? Ich bin gespannt. Song und danach kommt direkt Song Nummer 3. Also. Sie haben die falschen geschickt. Er kennt ihn nicht. Wenn du nicht drauf kommst, kannst du Markus Lanke anrufen. Er tanzt ihn dir am Telefon vor. Markus tanzt zu dem Song extrem gerne. Ja. Ja. Grüße an Markus. Ja. Grüß nicht. Dein Vorstand. Ist er Radio? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Könnt ihr ruhig mal eintreten. Nee, ich glaube nicht. Ich sag bloß, er ist nicht drin. Uptown Markus. Uptown von Bruno Mars. Ja. Ja. Lass es so gelten. Ja, hervorragend. Wir wurden immer besser. Lass es so gelten. Ist ein Featuring-Ding, aber Bruno Mars steht mit drin. Von Uptown Funk ist richtig. Ja, Bruno Mars ist richtig. Und? Wir zeigen euch nochmal die Auflösung. Ja. Und... dann haben wir's. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Also, komplett richtig. Es heißt ja Songquiz. Es heißt ja Songquiz. Punk. Ist okay. So, ja. Aber drei Punkten, oder? Ja, plus du Länderpunkt. Ja, genau. Wobei ich wirklich sagen muss, also beim Dorfkind bin ich enttäuscht. Entschuldigung, es tut uns leid. Ja. Aber ihr könnt ja noch üben, also, denn wir haben ja auch noch als Staffelfinale, wie gewohnt, unsere Songquiz-Show. Genau. Da kann sich auch Sophia gerne. Da schicken wir dann die Besten. Ja, also wenn ihr einen Kandidaten schicken wollt, muss ich sagen, das wird irgendwann Mitte, Ende April stattfinden. Genau. Und wenn ihr da einen Kandidaten entsenden wollt, wann wird das stattfinden? Mitte, Ende April. Dieses Jahr? Ja, klar. Ja, natürlich. Ende der Staffel ist dieses Jahr. Ja. Und gerne. Also genau. Und auch natürlich auch alle da draußen, ne? Keine Frage. Ja, meldet euch. Wer sich immer noch am Songquiz bei uns beweisen möchte, der soll sich schnellstmöglich melden, weil wir haben dann halt mit den Heiligeister hätten wir 3 Kandidaten. Mhm. Das heißt, es ist nur noch ein Platz frei. Das wird dann langsam eng. Sie, wenn wir einen schicken würden, der würde auch die Heiligeister vertreten können dann in dem Sinne. Sehr gerne, klar. Das wäre natürlich eigentlich, wir sollten. Das können wir ja nochmal intern das diskutieren. Das werden wir intern nochmal, aber ich fände es super, wenn wir da natürlich super Performance auch abliefern würden dann. Ja, ich bin also kommst du nicht. Also man muss sagen, dieses Jahr im Songquiz, auch für euch, die sich vielleicht bewerben möchten, es werden wieder mit dabei sein, 5 Songs aus den 70ern, 80ern, 90ern, 2000 bis heute, rückwärts, Legends, Schlager, Rock. Rückwärts auch. Rückwärts ist tricky, wirklich tricky. Das hatten wir bei der ersten Songquiz-Show ja schon, dass man Songs, die man 1000 Mal gehört hat, trotzdem nicht erkennt, weil es einfach rückwärts läuft. Ja. Und es war keine Message dabei. Ja, genau. Ich habe beim Schneiden befürchtet, dass irgendwer gleich mit mir spricht, aber das ist dann halt, nein. Gab keinen Also, bewerbt euch, Instagram, Facebook, alle Kanäle nutzen. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum Ende der Show.
Wir bestellen uns jetzt eine Pizza beim schmutzigen Löffel. Und das haben wir heute gelernt. Grüße gehen raus. Richtig. Dann trinken wir den Heiligeist noch aus. Wir sollten auch jetzt noch einen zum Abschluss trinken. Ja, bitte, bitte. Christian, du hast die besten Ideen. Schenk ein. Ja, Christian einschenkt, würde ich sagen, kleiner Vorgeschmack. Handball haben wir ja verschoben aufgrund dieser Terminschwierigkeiten. Im März ziehen wir Handball durch, weil die Aufnahmen alle im Kasten sind. Sehr gerne. Übrigens, wenn wir nachher eine Pizza bestellen, ne, weißt du, was die kostet? Nee, was Pilze auf Pizzen machen? Ja. Die fungieren als Belag. Oh. Wahnsinn. Der ist genauso gut wie der, dass ich mich verheddert habe. Unseren Hausschnaps. Ja. Ja. Nicht ja zu vergessen, neben dem probiert ihn Bier aus der Region. Ich bin auch im regionalen Getränkemarkt. Ja, wird immer teurer. Die Flasche wird immer kleiner, aber es war eine schöne Sendung mit euch. Ja, ja, schön, dass ihr hier seid. Ja, vielen Dank. Wir herzlichen Dank. Euch hat es gefallen und wir hoffen, dass ihr im März auch wieder dabei seid. Auf Wiedersehen, schönen Abend euch allen. Prost. Prost. Ciao. Prost. Feierabend. Das war's? Ja. Das war's. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again, it's live again, it's live again.